Herzlich willkommen und schönen guten Abend. Diesmal mit dem Intro und diesmal sieht man mich auch gleich von Anfang an. Versprochen. Wir haben Donnerstag, den 15. Oktober 2020, jetzt 19.01 Uhr, ziemlich genau, live hier bei literaturcafé.de und auf YouTube. Mein Name ist Wolfgang Tischer, Gründer und Herausgeber des literaturcafé.de und virtuell bin ich jetzt wieder hier auf der Buchmesse, die ja in diesem Jahr bekanntermaßen nicht stattfindet. Und deswegen gibt es auch vom Literaturcafé jeden Tag einen knapp einstündigen Vortrag, Workshop, Webinar, wie immer ihr es nennen wollt. Ich freue mich über Reaktionen, Rückmeldungen. Also das Chatfenster hier unten ist offen. Ihr könnt euch also da beteiligen. Denn ich habe mich entschlossen, das eben nicht als Zoom-Webinar zu machen mit Anmeldung und diesem ganzen Zeug, sondern offen bei YouTube. Und den Mitschnitt gibt es auch noch einige Zeit. Gestern ging es um WordPress, sehr handfest. Heute geht es um künstliche Intelligenz. Morgen geht es um die Kritik und wie man damit umgeht als Autorin und als Autor. Und dann gibt es noch Video-Podcasting am Sonntag. So, also, künstliche Intelligenz. Heute zugegebenermaßen, ich freue mich, dass eigentlich so viele Leute da sind, denn es ist ein Thema, von dem vielleicht viele sagen, es ist nicht so relevant für mich. Aber ich verspreche euch jetzt schon, es wird Spaß machen. Es ist letztendlich für uns, und wir werden es ausprobieren, ein bisschen ein Instrument für kreatives Schreiben. Kann man ja die Inspiration sich an vielen Stellen suchen, aber wir werden sie heute mal mit künstlicher Intelligenz suchen, finden. Mal sehen. Ihr könnt also mitmachen. Ich werde gleich eine URL auch noch posten, wo ihr selber was ausprobieren könnt. Aber zunächst einmal Texte und künstliche Intelligenz oder künstliche Intelligenz überhaupt, die uns ja meistens begegnet, zum Beispiel ja bei den Sprachassistenten, Alexa, Siri und so weiter, die ja auch so etwas vorgeben wie künstliche Intelligenz, die mehr oder sinnvoll auf unsere Fragen antworten, die sich auch ein bisschen menschlich geben. Und das ist eine Form. Ansonsten begegnet uns der Begriff ja auch immer wieder, wenn es um das autonome Autofahren geht. Also wie wird all das wahrgenommen hier natürlich in kürzester Zeit? Verkehrsschilder, Verkehrssituationen, andere Verkehrsteilnehmer und. Und da kommen wir im Übrigen ja auch schon wieder an die spannende Frage. Künstliche Intelligenz ist maschinell. Und das heißt, nicht geprägt von Rahmenbedingungen, rechtliche Sachen, moralische Dinge. Wie sieht es damit aus? Das wird uns beim Text auch gleich wieder begegnen. Aber es gibt ja diese schönen, so schön sind sie nicht, aber diese Überlegungen, wie soll denn eine künstliche Intelligenz entscheiden? Beispielsweise als Fahrassistent. Da kommt eine kritische Situation, das Auto kann vielleicht noch eine Sache machen, dann wird es einen Unfall geben und es kommen zwei Leute auf die Straße, da ist ein junges Mädchen, da ist eine ältere Frau, junges Mädchen mit Ball, ältere Frau mit Rollator. Wie soll jetzt die künstliche Intelligenz entscheiden? Nach Lebensjahren, aber also da kommt man natürlich in Entscheidungen. Ihr könnt mal googeln, da gibt es so ein Spiel, das man selber durchspielen kann. Wie soll denn die künstliche Intelligenz in diesen Dingen entscheiden? Aber zu solchen großen Problemen kommen wir heute nicht. Wir widmen uns tatsächlich dem Text, künstliche Intelligenz und Text und Schreiben. Kann und wird irgendwann ein Computer einen Roman schreiben? Ich selbst bin ja sehr häufig als Literaturkritiker unterwegs und bewerte und beurteile Romane. Und für mich war ganz klar noch vor einiger Zeit, nein, also das wird man immer merken, das ist eine Spielerei. Aber ja, und dann gab es eine Anwendung, die hat mich jetzt mittlerweile ins Nachdenken gebracht. Und ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, in wenigen Jahren werden zumindest einfache Romane, einfache Liebesromane, die Heftromane von Computern geschrieben werden und wir werden es nicht mehr merken. Sie werden sich nicht von den Texten von Autorinnen und Autoren unterscheiden. Davon bin ich mittlerweile fest überzeugt. Ja, aber wie sieht das Ganze aus? Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, maschinell generierte Texte, dann findet man tatsächlich schon im 18. Jahrhundert Ansätze, dass man versucht hat, Texte generieren zu lassen, noch
ja, mechanisch dort. Und es gibt, ich habe da mal ein Video hier auch, den Poesieautomaten. Der ist relativ bekannt und steht hier in Marbach am Neckar im Literaturmuseum. Und man kann da einen Knopf drücken und dann wird automatisch immer ein Gedicht generiert. Und dahinter, beziehungsweise die Idee dazu, das ist also wie am Flughafen hier, blättern dann die Buchstaben runter. Und die Idee dazu stammt tatsächlich von Hans Magnus Enzensberger, also tatsächlich einem angesehenen Autor, Lyriker. Der hatte die Idee und im Jahr 2000 erst wurde das soweit umgesetzt. In den 70er Jahren hat er schon die Idee und da wurde das umgesetzt. Der Landsberger Poesie, Automat von Hans Magnus Enzensberger. Das ist so eine erste Idee. Allerdings muss man sagen, das ist keine künstliche Intelligenz in diesem Fall, sondern letztendlich Kombinatorik. Diese Automat arbeitet so, dass es eben Textfragmente gibt, die entsprechend zusammengesetzt werden. Es wird einfach ein Verb ausgetauscht oder Satzbestandteile werden ausgetauscht und entsprechend kombiniert. Und theoretisch, das kann man mathematisch ausrechnen, anhand wie viele Bestandteile hier variiert werden, gibt es dann Billionen von Möglichkeiten. Und wenn ich einmal in Marbach da auf diesen Knopf drücke, dann sehe ich ein Gedicht in der Form, wie es sonst wahrscheinlich nie wieder so erscheinen wird. Das ist natürlich auch ein gewisser Reiz in dieser Vorstellung. Aber wie gesagt, das hat noch nichts unbedingt mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und ein ähnliches, ich weiß nicht, ob er gerade zuschaut, ist auch noch als Aufzeichnung verfügbar, ist hier ein Projekt von dem Kollegen Fabian Neidhardt, der eine Spielekonsole so umgebaut hat, dass sie, da sieht man hier auf Instagram ein Bild, das er gepostet hat, dass sie so mehr oder weniger auf, ja, wie soll man sagen, kassenzettelartig Texte generiert und dann wirft das Ganze das aus und das funktioniert ähnlich und ist ähnlich aufgebaut, indem hier einfach entsprechend, dass hier das so ausgedruckt wird und man hat dann einen Text und ich kann mal zitieren, ich habe so einen Zettel von diesem Prosa-Roboter, so heißt sein Projekt, und da heißt es zum Beispiel, die Liebe wird aufhören zu existieren und nur einer der niederen Männer mit den lackierten Fingernägeln macht uns noch Hoffnung. Jetzt macht euch mal da einen Reim drauf. Also das ist so ein Beispiel so eines generierten, kombinierten Textes. Ja, wie gesagt, das ist aber noch keine künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz wird mittlerweile auch schon, oder Textanalyse von Computern wird mittlerweile auch schon durchgeführt, zum Beispiel von dem Unternehmen Qualifiction, die Website haben wir hier. Die sagen, sie können Texte daraufhin analysieren, ob sie sich zum Bestseller, zum Bucherfolg entwickeln werden. Also der Traum eines jeden Verlages, endlich zu wissen auf Knopfdruck, ich habe so ein Manuskript, das ich hier per PDF bekomme und ja, wird es ein Bestseller werden oder nicht? Und wenn hier die Maschine sagt, ja, dann nehme ich das. Juhu, ganz klasse. Oder als Autor, habe ich meinen Liebesroman so gestaltet, dass er das Potenzial dazu hat? Oder sollte ich vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob wirklich alle Figuren am Ende tot sein sollten? Also ja, das ist etwas, was nicht nur eine Spielerei ist, sondern tatsächlich wird hier anhand von Textanalysen analysiert, wie ist die Stimmung im Text? Entspricht das Erwartungen? Das funktioniert natürlich am besten bei Genre-Literatur, weil Sinn oder das Wesen der Genre-Literatur ist ja, dass sie schon mit Regeln arbeitet, dass man als Leserin gewisse Erwartungen eben hat an einem Liebesroman, zum Beispiel ein Happy End. Und als Basis einfach mal gesagt. Und deswegen funktioniert es da sehr gut, wenn es also schon Regeln gibt, aber bei literarischen Texten wird es nicht so funktionieren. Und natürlich auch bei Genre funktioniert es nicht hundertprozentig, sonst würde ja jeder Genreverlag aktuell nur noch Bestseller produzieren, wenn er diese Software einsetzt.
Weiterhin werden übrigens Texte generiert, mit denen ihr auch täglich zu tun habt. Beispielsweise hier ist das so ein Text, der computergeneriert ist, ein Wetterbericht. Wenn ihr auf den Wetterportalen schaut oder auf eurer Wetter-App, dann findet ihr selbst für das kleinste Dorf, nicht wie Frankfurt am Main, ist ein bisschen größer, aber ihr findet selbst für das kleinste Dorf so eine Wetterbeschreibung und nicht nur Gradzahlen. Und auch solche Texte von Wetterberichten werden natürlich von einer Maschine generiert. Anhand der Daten wird eben auch hier variiert in einem gewissen Spielraum. Weitere Beispiele sind zum Beispiel Hotelbeschreibungen auf Websites, werden anhand der Daten, wie viele Sterne sind es, gibt es einen Swimmingpool, ist es eher für Geschäftsreisende und Familien, liegt es am Strand, wie weit ist der Strand entfernt. Also anhand diesen Daten werden dann Texte generiert. Und ein weiteres Beispiel sind Fußballspielbeschreibungen oder Basketballspiele in den USA. Also gerade wenn es eben nicht das Topspiel ist, sondern eher in der dritten oder vierten Liga, dann werden anhand von Daten, wie viele Tore gab es, wer hat die Tore geschossen, wer war dabei und so weiter, diese Spielbeschreibungen schon generiert. Also das ist schon mal in einfacher Art und Weise Texte, mit denen wir auch täglich konfrontiert sind, die bereits von Computern geschrieben werden und nicht von Menschen. So, und jetzt wird es natürlich spannend. Okay, Wetterbericht ist eine Sache. Wie sieht es aber aus tatsächlich mit Romanen, mit Prosa? Was weggeht von dieser Kombinatorik? Ach halt, ein Textgenerator, den kennen Webdesigner und den nutzen Webdesigner. Der sei auch noch erwähnt. Wenn es um sinnlose Texte gibt, die erzeugt werden, da gibt es sogenannte Lorem Ipsum Generatoren. Was hat es damit auf sich? Ich habe hier mal, Moment, eine Website eines solchen Generators. Packe den mal hier auch gleich mal in den Chat, die URL. Dann könnt ihr das auch mal aufrufen. Also hier sogar mit mehreren Sprachen. Und man kann hier jetzt eben sagen, ich brauche Blindtext, ich brauche unsinnigen Text. Also wird überwiegend von Designern verwendet, die dann, wenn sie eine Website gestalten und sie brauchen da Text, um einfach zu sehen, wie sieht es final aus. Und der Text liegt noch nicht vor, die Agentur und der Texter muss ihn noch schreiben. Dann verwendet man so einen Lorem Ipsum Generator und sagt zum Beispiel hier, ich brauche, sagen wir mal, 3 Paragraphen. Und dann generiere ich diesen Text und hier habe ich meine 3 Paragraphen, die natürlich nicht auf Deutsch sind, die auch nicht lateinisch sind, soweit das zwar klingt, Lorem Ipsum, Dolor sit amet, aber es ist auch hier ein Fake-Latein und nicht wirklich echtes Latein. Aber damit kann man sehr schnell Text generieren, der eben nicht sinnvoll ist. So, aber die Frage ist ja eher, was ist mit sinnvollem Text, was ist mit lesbarem Text? Und da habe ich, und auch das kann man nachlesen, vor einiger Zeit schon im Literaturcafé hier auch einen Beitrag damals geschrieben. Liebesromane schreibt künftig der Computer, so wie ich es jetzt auch schon gesagt habe. Und es gibt eben einen Beitrag hier auch im Spiegel über ein Unternehmen, das mittlerweile mit künstlicher Intelligenz Texte generiert. Und das ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Elon Musk, sind wir wieder in Verbindung zum Auto und dem autonomen Fahren. Elon Musk von Tesla ist da auch Investor. Und diese Firma sagt, sie kann jetzt tatsächlich Texte generieren, Sachbuchtexte, aber auch Romantexte, die man nicht mehr unterscheiden kann von entsprechend menschlichen Autorinnen und Autoren. Und es ist tatsächlich so, es gibt Beispiele und es gibt auch Sachbuchautoren, die sagen, wow, ich habe diesen Generator mal mit meinen Basisinfos und mit meinen Texten gefüttert
Und der Rechner hat meinen Text weitergeschrieben und hat mich sogar auf Ideen gebracht, auf die ich selbst gar nicht gekommen wäre. Und ich nehme diese Bestandteile sogar mit da rein. Oder wer den Bachmann-Preis verfolgt hat, Jörg Pieringer hat einen Text gelesen, von dem er auch gesagt hat, es war so ein bisschen an Science-Fiction angelehnter Text, dass auch da Bestandteile drin waren, die vom Computer geschrieben worden sind. Tja, das Unternehmen hat allerdings die Schnittstelle für diese Textgenerierung wieder vom Netz genommen, weil, und da sind wir wieder beim Text Moral, weil man tatsächlich Angst hatte und befürchtet hat, dass beispielsweise eine solche Maschine auch Weltverschwörungstexte, die krudesten Texte, auch über Social Media Kanäle nutzbar und so weiter generieren kann und schreiben kann. Also mit Hilfe einer solchen Maschine könnte man wirklich ein ganzes Netzwerk suggerieren und vorgaukeln von irgendwelchen dubiosen, weltverschwörenden Texten, womöglich Schlimmeres drinsteht. Die Maschine selbst urteilt nicht. Und sie wurde eben gefüttert, und hier kommt künstliche Intelligenz zum Thema maschinelles Lernen dazu. Im Idealfall wird künstliche Intelligenz gefüttert mit Texten. Also man hat auch hier gesagt, dass man diese Maschine hat 175 Milliarden Parameter mittlerweile und eben nicht mehr, wie gerade gesehen, so eine Kombinatorik wie bei Enzensberger im Poesie-Automaten, sondern hier wirklich 175 Milliarden Parameter eines Sprachverarbeitungsmodells. Die hat deren KI eben gelernt, und man hat sie gefüttert mit Texten aus dem Internet. Und ja, da kann man sich jetzt halt vorstellen, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, dass diese Maschine natürlich prädestiniert ist auf all diese Texte, die wir im Internet finden. So, das jetzt also ein bisschen zur Einführung, zur Theorie sozusagen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir mit diesen Texten arbeiten können. Die Schnittstellen, die wirklich weitaus nutzbaren Schnittstellen, sind weitestgehend, wie gesagt, abgestellt. Aber es gibt eine interessante Anwendung, die ist spielerisch. Da geht es tatsächlich um Text-Adventure, und mit der spielen wir jetzt mal ein bisschen rum, und ich werde auch gleich mal den Link posten hier im Chat. Also schauen wir uns mal an. Das Ganze ist, also hier ist noch die Website der Firma, die nennt sich OpenAI, also Open Artificial Intelligence. Und wir schauen uns jetzt hier AI Dungeon an. Also Dungeon Master kennt man, das ist ja so für entsprechend Spiele und Text-Adventure so ein Begriff. Man steigt hinab in eine Höhle und kämpft gegen Monster und entsprechende Wesen. Und das ist jetzt hier die Startseite, und es ist, wie gesagt, ein Text-Adventure. Und wenn ich hier mal reingehe, New Game, dann sage ich jetzt, ich möchte entsprechend Singleplayer mir das Ganze anschauen. Und jetzt kann ich auch noch ein Setting auswählen. Fantasy, Mystery, Apocalyptic, Zombies. Also Fantasy wird recommended. Da ist das wohl drauf spezialisiert. Und ich mache jetzt aber mal Folgendes. Ich will gar nicht in diese Art von Text-Adventure reingehen. Ihr kennt das, du befindest dich auf einer Wiese, neben dir ist ein Wald, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein Fluss. Welche Richtung gehst du? Man entscheidet sich, dann tauchen Trolle auf. Was machen die? Greifen die an oder nicht? Besiege ich die oder nicht? Ich gehe jetzt schon mal ein bisschen einen Schritt weiter und probiere das mal aus und zeige, wie das Ganze auch bestehende Texte variieren kann, indem ich jetzt hier mal auf Custom gehe, also Punkt 6. Und jetzt, ich hatte es gesagt, die Schnittstelle hier ist auf Englisch. Also rudimentäre englische Sprachkenntnisse sind jetzt ganz hilfreich, denn jetzt werden wir uns das auf Englisch anschauen. Also es gibt auch schon deutsche Schnittstellen, aber wie gesagt, die stehen jetzt nicht so einfach für jeden zur Verfügung.
Also, es heißt hier, enter a prompt that describes who you are and the first couple sentences. Also, beschreibe, wer du bist, gib die ersten Sätze ein und zum Beispiel, du bist ein Ritter im Königreich von Larion und du jagst den bösen Drachen, der das Königreich terrorisiert. Und was mache ich jetzt mal zum Ausprobieren? Ich nehme mir mal einen sehr bekannten Text aus der Fantasy-Welt, nämlich hier, diesen hier. When Mr. Bilbo Baggins of Bag End announced that he would shortly be celebrating his 11th birthday with a party of special magnificence, there was much talk and excitement in Hobbiton. Also, klar, ihr habt es sicherlich alle erkannt. Es ist der Anfang von Lord of the Rings, also Herr der Ringe. Und den ersten Satz habe ich hier schon mal markiert und den kopiere ich jetzt mal hier raus und nehme diesen, also vielleicht mal noch schauen, es geht weiter hier mit Bilbo was very rich and very peculiar and had been the wonder of the Shire for 60 years. So geht es hier also weiter. So. Und ich nehme jetzt mal den ersten Satz, gehe wieder zurück in die, in das Eingabefeld, ist jetzt ganz unten, guckt, dass da nicht die YouTube-Player-Elemente das alles verbergen. Und ich poste jetzt mal hier diesen Satz da rein und schicke den jetzt mal ab. Und jetzt übernimmt sozusagen die Geschichte der Computer. Also, ich klicke. Es wird der Satz wiederholt, den ich eingegeben habe. Und jetzt kommt das Weitere. I can't believe it's my birthday, exclaimed Frodo Baggins, as he sat on the back porch of Bag End. It really is. Never thought I'd seen the day. Ja, da fällt jetzt schon etwas auf. Okay, es geht anders weiter als bei Tolkien. Aber wir haben hier schon... Es wird tatsächlich, zunächst mal positiv gesagt, mit wörtlicher Rede weitergemacht. Also ich würde mir wünschen, Autorinnen und Autoren würden so schreiben und nicht ewig lang, bis die Szene losgeht, sondern aktiv mit wörtlicher Rede. Also hier macht die KI all das, was eigentlich ein Autor machen sollte, gleich mitten rein, gleich hier ein Ausruf. Wir sehen aber, das ist schon ein Fehler drin, weil Frodo Baggins plötzlich sagt, dass es sein Geburtstag sei. Also da stimmt etwas nicht. Da wechseln plötzlich die Personen. Also noch ist das Ding nicht ganz so perfekt. Was man aber auch sieht, ist, dass Frodo Baggins auftaucht. Also tatsächlich ein Name aus Lord of the Rings. Das legt nahe, dass dieses System natürlich schon gefüttert wurde mit Lord of the Rings und hier schon die Zusammenhänge erkannt werden. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich werde einfach das Gleiche nochmal eingeben, aber jetzt, also der erste Satz bleibt gleich. Ich mache hier diesen sozusagen Reload-Button. Den kennen wir. Und jetzt zweite Variante. I wonder what will be served, said the old dwarf, who had been listening to all this conversation. Also ich frage mich, was wird uns wohl hier serviert werden? Sagte der alte Zwerg. It's my great pleasure to inform you that we have prepared a feast for you. Also, jetzt kann man das mehrmals machen und immer, und man wird immer sehen, dass tatsächlich interessanterweise hier auch immer mit einer wörtlichen Rede entsprechend weitergemacht wird. Aber man sieht immer, es wird anders drauf reagiert. Und jetzt können wir natürlich weitermachen. Jetzt können wir tatsächlich mal einen Anfang raussuchen, der... Also er geht immer auf den Frodo, das mag ich nicht. Also ich werde mir eher einen Anfang... Das wird zum Beispiel passen. I wonder what the guests will bring, said Frodo Baggins, as he sat on top of a rock by the riverbank. Okay, so, und jetzt können wir hier unten sagen, do, say oder story. Also ich kann Handlungen haben, ich kann die Story vorantreiben. Also, I wonder what the guests will bring. Jetzt mache ich mal say.
Ich schreibe jetzt einfach mal, I hope I can use all those things. Also ich sag mal, ich hoffe, ich kann all die Dinge auch gebrauchen. Und jetzt sagt er, you look at your watch and see it's time to leave this place. Okay, jetzt haben wir natürlich einen zweiten Punkt, den der Rechner ja noch nicht erkennen kann. Ein Anachronismus, also eine Uhr gibt es da nicht. Also man sieht, wenn man so ein bekanntes Beispiel nimmt, da gibt es doch ein bisschen Defizite von dem Ganzen und Probleme, weil wir wissen, in dieser Welt gab es keine Uhren, die Figuren wechseln. Aber ich gehe jetzt nochmal zurück und fange nochmal neu mit Custom an. Und jetzt könnte ich natürlich sagen im Chat, macht mir mal Vorschläge, was ich schreiben soll. Ich zeige euch mal Beispiele, die ich in dem Artikel genommen habe. Da habe ich den Satz genommen, I entered the kitchen and saw my sister eating cereal. Also ich kam in die Küche und meine Schwester aß Frühstücksflocken. Und das wurde ergänzt in diesem Fall von der Maschine, I sat down at one of the tables and started to eat. Und jetzt auch wieder kommt sofort wörtliche Rede rein. Hey Susie, you hungry? Dad asked as he walked into the room with the tray in hand. Und das fand ich doch sehr bemerkenswert. Auch hier wieder, ich war unkonkret. Ich habe weder der Schwester noch mir einen Namen gegeben. Aber sofort hat die Maschine die Schwester als Susie hier mit dem Namen festgehalten. Und sogar noch den Vater gleich hiermit in die Szene mitgebracht, der entsprechend hier mit einem Tablett den Raum betritt. Also auch durchaus passend für das Setting. Jetzt kann ich natürlich auch hier nochmal das Gleiche machen. Probieren wir das nochmal aus. Ich nehme meinen Satz, kopiere diesen wieder und füge den jetzt mal hier ein. Und wir schauen mal, was aktuell, also jetzt live am 15. Oktober 2020 um 19:28 Uhr mit diesem Satz passiert, wenn ich ihn hier einpflege. Und hier wird ergänzt, diesmal nicht mit wörtlicher Rede, interessanterweise, wie es immer gerade bei Herr der Ringe der Fall war, sondern I knew she was up to no good. Also ich wusste, sie hat nicht unbedingt Gutes vor. I figured since it's Friday night at all, maybe we could talk about last night instead. Gut, jetzt kann man schon mal sagen, Freitagabend, ja, okay, eigentlich, dann ist es vielleicht abends, also doch nicht morgen. Und es wird aber sofort auch etwas angedeutet mit last night. Und das finde ich sehr interessant, denn in Schreibseminaren, wenn man die gleiche Aufgabe tatsächlich Menschen und Personen stellt, dann drücken sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer meistens darum, sehr konkret zu werden. Also würde ich diesen Satz sagen, ich kam in die Küche und sah dort meine Schwester, wie sie gerade Müsli isst. Ja, dann weiß ich nicht, ob die meisten der Teilnehmer zum Beispiel der Schwester gleich einen Namen geben würden, dass sie die Situation benennen würden, dass sie gleich so eine Art, naja, nicht Konflikt, aber so eine Andeutung reinbringen, wo es spannend wird und entsprechend das sehr unkonkret weiterführen. Also die Maschine erstaunlicherweise wird da schon sehr konkret. So, und Matthias Palapis fragt jetzt hier, ich hoffe es noch lange hin, bis eine KI einen Literaturpreis erhält. Ja, wenn man das so sieht, ja, hat man den Eindruck schon. Aber wir machen mal ein bisschen weiter. Jetzt sagen wir mal tatsächlich, gehen wir unten auf Say. Maybe we could talk about last night instead. Ich sage mal wirklich, do you want to talk about what happened, frage ich mal meine Schwester in diesem Roman.
Und ja, auch hier wieder interessanterweise menschliche Teilnehmer, die nicht darauf trainiert sind, werden, ich sage mal, mit 80- und 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit immer negativ schreiben. Wenn ich also frage, willst du darüber reden, was passiert ist, werden 80 bis 90% immer ins Negative gehen, sagen, nein, da will ich noch nicht so genau drüber reden, lass mich in Ruhe. Das ist ein interessantes, merkt ihr auch bei Theaterworkshops und so weiter, dass man häufig in Dialogen, wie die man interpretiert, immer ins Negative geht oder sagt, nee, stimmt doch gar nicht, was du sagst, bevor man natürlich als Seminarteilnehmer sagen würde, Moment, akzeptiert alles, was euch da gegeben wird und nehmt das auf, lehnt es nicht ab. Und wenn wir so wollen, dann macht es hier exakt die Maschine richtig. Die Schwester sagt nämlich, yeah, sagt sie also hier aufgeregt oder ja. Und dann wird wieder Handlung gebracht. You walk over to her and sit down a nearby chair. So what did happen? Ja, jetzt ist es gewisserweise auch offen. Und ja, ich schicke euch mal natürlich diesen Link jetzt auch zu dem erwähnten. Wenn das nicht, das ist nämlich zu klein. Da gehe ich mal kurz hier auf Home und dann poste ich das mal in den Chat. So, das ist der Link hier zu diesem Textgenerator. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt einmal selbst ein bisschen da rumprobieren und ausprobieren, was euch da mit Texten einfällt. So, ihr seht auch, man kann das Ganze auch mit mehreren spielen. Dann können mehrere Leute da was reinschreiben und an so einer Story mitarbeiten. Aber probiert das mal aus. Also hier wird mir schon Join Adventure mit einem Character Name. Und dann bin ich ja, mit dabei und starte das entsprechend. Also, das möchte ich euch nur zeigen, mitgeben zum Ausprobieren bei so einer Schnittstelle. Und es ist interessant. Natürlich kann man völlig berechtigt die Frage stellen und kann man auch aufatmen und sagen, glücklicherweise passiert hier noch nichts. Sind noch logische Fehler drin. Es sind noch Fehler drin, die vom Setting her nicht passen. Vielleicht auch von den Emotionen. Ironie ist natürlich noch ein bisschen kritisch. Es ist auch eher auf Englisch. Ihr seht es auch. Aber es ist durchaus eine interessante Art. Und ihr könnt ja immer mit diesem Reload-Button hier unten euch nochmal eine zweite Variante anbieten lassen, wenn die Antwort und das Generierte tatsächlich total daneben liegt. Dann wäre das meine Empfehlung, immer darauf zu gehen. Man kann auch sogar, man sieht es hier, einen Schritt zurückgehen und man kann sogar auch in den Text dann eingreifen. Also, das war jetzt hier. Geh nochmal zurück zu diesem Satz. Und da seht ihr auch hier wieder die Varianz des Rechners. Plötzlich heißt es hier, I entered the kitchen and saw my sister eating cereals. Hi Olivia. Also hier wird wieder ein Name und diesmal ein anderer Name vorgeschlagen. Did you sleep okay? Yes, I did. You? I did too. Good see. No bad dreams. Also, auch hier interessanterweise ist der Rechner am Ende immer, dass er das offen lässt, aber nicht vollkommen offen. Und ich mache mal hier tatsächlich auf Story. I did not
want to mention my bad dream to her. Also ich hatte doch einen schlechten Traum, sag sie aber nicht. Und auch hier wird sofort wieder ergänzt, I did not want to think about it. I, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt sagt, geht die Konversation weiter. Do you want some cereal, Olivia? Yes, please. I got milk out of the fridge and poured it into the bowl of cereal. Also das Setting wird hier sehr wohl erkannt und weitergeschrieben. Und ja, jetzt überlasse ich es tatsächlich euch, ein bisschen damit rum zu experimentieren und euch das anzuschauen. Es ist, wie gesagt, nur eine kleine Schnittstelle, die ja auch sehr begrenzt ist, die man aber kostenfrei nutzen kann. Man muss sich nur registrieren mit E-Mail und Namen. Ansonsten muss man für diese Funktion, die ich jetzt gezeigt habe, nichts zahlen. Tatsächlich gibt es aber schon erweiterte Funktionen und Möglichkeiten, wo das Ding dann besser wird und noch mehr Möglichkeiten bietet, wenn ich dann zahle. Naja, ob ich es dafür zahlen will, weiß ich jetzt nicht. Das Ganze gibt es auch als App für Mobiltelefone. Also da könnt ihr auch unterwegs mal ein bisschen rumspielen. Und ums Rumspielen geht es natürlich auch, wenn ich kreativ schreibe, wenn ich Ideen suche und Inspiration suche. Und obwohl das Ding jetzt auf Englisch ist, aber nutzt das doch durchaus mal. Also ich werde mal gucken, das in Seminaren vielleicht auch mal einzubauen, um hier wirklich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mal ein bisschen so andere Dinge zu geben und zu zeigen, dass manchmal die Maschine im Sinne einer guten Geschichte und auch des Improvisierens und der Kreativität zumindest anders reagiert und auch der Geschichte angemessener und besser, als es tatsächlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Schreibseminar machen. Also Stichpunkt, auf den Punkt kommen, konkret werden, sofort in die mündliche Rede kommen, Dinge, die vorgelegt werden, vielleicht wenn es darum geht, zum Beispiel eine Geschichte innerhalb einer Gruppe weiterzuführen, Dinge, die vorgelegt werden, nicht zu negieren, nicht, ihr kennt das alle, in diese sehr einfache und dumme Sache zu kommen, dass dann ein Teilnehmer sagt, plötzlich wachte ich auf und fand mich in meinem Bett vor. Das heißt also, dass es überhaupt nicht aufnimmt, was vor ihm da kreiert wurde, sondern so ein Bruch reinnimmt. All das macht interessanterweise der Rechner nicht. Er gibt konkrete Namen und allein das als Handlungsanweisung auch für gute Texte abzuleiten, da zumindest agiert diese KI und die künstliche Intelligenz doch durchaus vorbildlich und besser als so manche ungeübte Autorin oder Autor. Ja, und das war es auch für heute. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann könnt ihr die jetzt natürlich gerne im Chat noch stellen. Der Mitschnitt wird wie immer online sein, denn ich denke mal, das Thema wird sich erst noch entwickeln. Also da kann man sich das Ganze nochmal anschauen. Ich sage für heute vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen wird es wieder ein bisschen konkreter und handfester. Denn da geht es um das Thema, wie gehe ich mit Kritik um, die mich als Autorin, als Autor natürlich sehr schnell treffen kann, wenn ich ein Buch veröffentlicht habe. Ich warte natürlich auf positive Reaktionen und plötzlich kommt jemand und gibt mir eine Ein-Sterne-Bewertung auf Amazon oder eine negative Besprechung oder ein, was sollte ich dann machen? Wie sollte ich damit umgehen? Das also Thema unter anderem morgen. So, und für heute, guckt euch mal den Link an, abonniert, das wird dann später, auf der Seite glaube ich, genau, abonniert diesen Kanal, da gibt es dann später einen Button, unten die Glocke drücken, dann kriegt ihr auch eine Info, wenn zum Beispiel morgen um 19 Uhr dann das Video online geht. Und auch sonst gibt es immer wieder spannende Videos hier in diesem Kanal des Literaturcafé.de. Würde mich freuen. Weitere Videos seht ihr ja hier, dann auch entsprechend angezeigt, die ihr klicken könnt. Also, vielen Dank euch fürs Dabeisein heute, 15. Oktober 2020, virtuelle Buchmesse. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann entsprechend morgen an dieser Stelle wiedersehen. So. Jo Lenz sagt noch auf jeden Fall interessanter Anstoß. Vielen Dank.
Ich würde natürlich gern wissen, wie man einen Zugang zur deutschsprachigen Alternative erhält. Ja, kommt vielleicht noch. Mal sehen. Also, aber exakt so wie Jo das schreibt, muss man es sehen und macht es auch Spaß. Es ist ein interessanter Anstoß, es ist eine Spielerei. Und man sollte natürlich jetzt auch da nicht rangehen mit, oh, die Maschine wird nie einen Roman schreiben. Was wirklich passieren wird, lasst euch überraschen. Also, einen schönen Abend, vielen Dank und bis dann.